Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Gothic 3. Sie sehen auf der gegenüberliegenden Seite das Trottel-Kommentar des Jahres. Herzlichen Glückwunsch an dich. In der letzten Folge haben wir Okara angegriffen. Und das ist bei einigen anscheinend sehr, sehr bitter aufgestoßen. So bitter, dass man teilweise ganz schön respektlos miteinander und auch mir gegenüber in den Kommentaren umgegangen ist. Was gar nicht geht. So, jetzt du erstmal wieder weg. Vorweg. Das hier ist kein 283% Run. Es ist ein Let's Play von mir. Wer es noch nicht mitbekommen hat, und das sind anscheinend einige, es ist ein unterhaltsames Let's Play. Kein Tryhard-Format. Ich glaube, ich muss mir... Kein Tryhard-Format, ja. Ich nehme hier nicht den besten Weg, aber nicht, weil... Oh, lala. Nicht, weil ich dumm bin, ja, sondern weil ich Bock habe, das Spiel zu spielen. Normalerweise, ja. Beispiel. Ich will jetzt hier Assassine spielen, will sehr erfolgreich sein. Dann würde ich hier nicht so viel Scheiße machen, Leute. Ups. Ich hätte einen genauen Plan, wie und wann ich was mache. Würde die schweren Truhen genau abfarmen und. Ja, wenn man jetzt in den Kommentaren irgendeinen Scheiß labert. Hier nochmal reingeflogen. Von wegen, ich würde nicht zuhören. Ey, Junge, ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, ne? Aber, wir sind übrigens gerade auf dem Weg zu Trelis. Aber. Oh, ich habe noch Feuerpfeile. Aber. Ich nehme immer in einer Session auf. Das heißt, wenn du mir Montag was sagst, ja, einer von ganz, ganz vielen bist, der mir was sagst, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass ich am Dienstag darauf eingehe. Und auch nicht am Mittwoch, auch nicht am Donnerstag, auch nicht am Freitag. Ja, das ist eigentlich auch allgemein bekannt. So, gehen wir weiter. Blablabla, bla, bla, Okara, blablabla, bla, bla, das macht keine Assassine. Was macht denn eine Assassine? Junge, Assassinen kacken auf alles. Die machen, was sie wollen. Oha, den muss ich gleich noch machen. Also ist generell geflame, einfach nur, weil dir was nicht passt, Junge. Wir sind doch hier nicht bei Wünsch dir was. Wir sind bei Let's Play Gothic 3, Junge. Die geile Schlitzerei. Und dann irgendwie, blablabla. Bla, bla. Ja, wenn du schon sagst, du willst wie ein Assassine spielen, aber das du nicht machst, dann ist das Let's Play schlecht. Und generell, wenn du jetzt hier schon dir das Spiel versaust. Allein das ist mehr Spielversauer, Alter. Es gibt einen Trigger von 3 Lagern. Dann hat man verkackt. Und selbst wenn ich das mache, ja gut, dann gehen halt ein paar Quests nicht. Na und? Gib doch noch die anderen. Mann, ey. Das ist kein 5-Millionen-Prozent-Run. Mit allen Achievements anlocken und so. Das ist, ich sehe einen Snapper und hau dem auf die Fresse. So ist das Let's Play aufgebaut. Checkt ihr das nicht? Hier, zack, weg ist er. Da. Jetzt nehme ich das Fleisch und esse ich roh. Wisst ihr, wieso ich das jetzt roh esse? Nicht, weil es Sinn macht. Nicht, weil es der beste Weg ist. Guck mal, der juckt sich gerade am Arsch. Weil ich darauf Bock hab. Zack. Roh, Jungs. Roh. Und das ist ein gutes Let's Play. Ich lass mir das nicht hier gefallen. Du Affe, ey, wirklich. Geh bitte, ja. Weil du hast ja auch gesagt, ja, wenn das jetzt dann so ein schlechtes Let's Play ist, dann brauche ich mir, dann ist das okay. Abgebrochen. Ist ja auch kein Hate. Aber, dann bin ich weg. Ja, tschüss, hau bitte ab, komm nicht wieder. Ja, und dann irgendwie so ein, oh, hier ist ein Hof. Also wirklich, es ist der Shit. Also manche Leute haben sich maßlos überschätzt. Sowohl ihren Grips, als auch ihre Grammatik, aber das ja sowieso. Ich spiele so weiter, wie ich will. Verstehe das. Okara, die Jungs. Ja, ich habe auch nicht alle Quests in Okara gemacht. Das wusste ich aber. Ja, und? Ich habe das trotzdem ausradiert. Weil ich kann. So. Jetzt sind wir hier schon fünf. So, jetzt. Das waren jetzt die 5 Minuten am Montagmorgen. Ja, so. Ich habe sogar überlegt. Weil jetzt ja natürlich 1000 Leute geschrieben haben. Du verbockst hier ganz viel Quests. Junge, mach das nicht. Du weißt ja gar nicht, was du da tust.
Wenn du drei Lager platt machst, dann kannst du nicht. In Vanguard greift der König an alle Rebellen. Du bist ja voll am Arsch. Ja, aber ich habe doch erst ein Lager platt gemacht. Was ist denn los mit euch? Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt einfach aus Trotz nach Khabdun gehe. Ja, oder Redok. Loading Screen. Und ich fange an, die wegzumetzeln. Einfach, weil ich es kann. Aber das mache ich nicht. Weil ich weiß ja, dass die paar Vollidioten in den Kommentaren. Ja, ist jetzt. Klar. Ne, ist eine Minderheit. Weiß ich ja. Ja, und auch die, die das geschrieben haben, meinen das vielleicht auch nicht so. Nicht so krass. Ist mir auch klar. Aber Leute, wenn ihr was schreibt, dann kommt das auch so rüber, so wie es da steht. Wenn das so einfach wäre. Wenn ihr schreibt, der Vollidiot versaut sich das ganze Spiel, ich bin weg. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen ein krasses Beispiel. Ja. Dann fasse ich das auch so auf. Ganz und gar nicht. Ja, und die anderen Leute in den Kommentaren auch. Bin ja nicht nur ich. Da wird dann gebieft und bla. Das ist halt Bullshit, Leute. Könnt ihr nicht machen. Ja, wo war ich gerade? Ich will das gar nicht. Wollte zu irgendeinem Punkt hin. Wir machen gleich weiter. Das musst du nur kurz raus. Am besten erledigst du. Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Also egal. Wir machen jetzt einfach weiter. Ja. Ach so, genau. Eine Sache noch mit dem Bug-Abusen. Habe ich ja letzte Folge auch angesprochen. Können wir jetzt noch schlafen, also wegen Mana. Wegen Bug-Abusen. Es ist lustig, dass die. Also ich bin da ja offensichtlich in eine Situation reingerannt. Und es kommt in die ich nicht reinrennen wollte. Ich wollte ja eigentlich die Jungs ganz normal kiten mit meinem Bogen. Und auf einmal renne ich weiter. Und dann habe ich die halt weggemacht. So. Aber. Mächtiges Problem. Okay, das merke ich mir. Aber es ist ja so, dass ich weiß nicht, ob du da auch in dem Moment gesagt habe, ob das okay für euch ist oder nicht, weil es wird 100 pro nochmal passieren. Wie soll ich damit umgehen? Und ich habe für meinen Teil mal überlegt, wenn das nochmal, es war jetzt ein paar Mal, dass die Leute stehen bleiben, ich die einfach mit dem Bogen wegmachen kann. Wenn das nochmal passiert, werde ich einfach. Das Ding ist, wenn man auf Bogen geht, was soll man machen? Ich werde die dann einfach ein paar Mal abschießen und dann in den Nahkampf gehen oder irgendwie so. Oder ich gehe gleich in den Nahkampf oder keine Ahnung. Ja, aber ich werde das nicht mehr so machen, wie ich es da jetzt gemacht habe. Ist trotzdem kein Grund, in den Kommentaren darüber voll abzuscheißen. Und das sind witzigerweise dieselben Leute, die mir schreiben, du kannst im Fight Inventar öffnen und dich in Ruhe healen. Die Leute greifen dich so lange nicht an. Aber bitte keine Bugs abusen. Ja, das ist voll assi. Da kann ich auch gleich weggehen und mir ein anderes Let's Play angucken. Leute, ey, dann geht doch. Bitte. Lass mich doch einfach in Ruhe machen hier. Ja, und jetzt kommen wieder welche. Na, das ist ja kein Bug. Am besten du erledigst das. Das ist ja kein Bug, wenn du das machst mit dem Inventar. Ist doch dieselbe Mechanik, Leute. So, hallo Ben. Ach, so ein Söldner. Ja. Bist du auch gekommen, uns Ärger zu machen? Verschwinde, wir haben schon genug zu leiden. Das hat uns gerade noch gefehlt. Bleib mal locker, Bürschchen, sonst wirst du mich mal kennenlernen. Na komm doch, vor dir habe ich keine Angst. Lol, geht ja gar nicht. Also wir machen jetzt einfach weiter. Ich lasse mir das jetzt nicht von den paar Dudes da verderben. Ja? Weil ich weiß ja, das Geheule ist gerade groß von mir. Luft muss raus, ne? Ist ja ganz normal. Richtig, aber trotzdem bin ja auch nur Mensch. Geht das so nicht weiter. Aber ich weiß ja, dass er. Siehste, er hat's gesagt. Trotzdem geht das so nicht weiter. Ne, ich weiß ja, dass ganz viele Leute dahinter stehen und das einfach nur feiern. Ne, aber. Wer bei mir, wer da schon länger auf dem Kanal dabei ist, der weiß, wie es hier läuft, ja? Wer das Maul aufmacht, muss mit einer gegebenen, ja, dementsprechenden Reaktion von mir rechnen. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Willst du nicht hören? Gut, dann machen wir weiter. Du kleiner Hosenscheißer, gehst mal besser wieder an deine Arbeit. Und was ist, wenn nicht? Rasier ich dich, Junge. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Wird Zeit, dass dir jemand Manieren beibringt. Dann zeig mal, was du kannst. Direkt, jetzt werden wir sehen. Direkt wer hier der wieder. Ist. Schön was Streit du hier rum? Wem hast du's gezeigt? Direkt wieder stressen, Alter. Das ist meine Art, Jungs. So. Ist das dein Ernst? So, was haben wir noch? Oder warte, ich warte hier kurz. Richtig, aber dicke, trotzdem dicke geht das so nicht weiter. Melken? Klar. LOL! LOL! Über Telekinese sauge ich der die Milch aus der Titte. Boah, Stößchen. Kann ich ein Schwein auch melken? Immer auf die ein Stück Kotelett entnehmen? Immer auf die Kleine. Können wir vernünftig miteinander reden? Verdammt, mir tun alle Knochen weh. Was willst du eigentlich von mir, du Spinner? Mauern, du Lappen!
Ein Knecht wie du sollte den Mund nicht so voll nehmen. Ich glaube, ich komme öfter mal vorbei und polier dir die Fresse. Die machen wir erstmal Oberes. Ein Knecht wie du sollte den Mund nicht so voll nehmen. Knecht? Ich bin kein Knecht. Ich kenne einflussreiche Leute. Stehe ich hier gerade vor Sola, ey? Was ist das für ein Lappen? Wen? Die Orks bei der Ausgrabung am Tempel im Süden zum Beispiel. Wen genau, Junge? Wen genau? Den Aufseher. Ja, genau, den Aufseher dort. Okay, der labert scheiße. Ich glaub dir kein Wort. Wirklich? Ich hab für die Orks am Tempel gearbeitet. Irgendwo da drüben muss sogar noch meine alte Schaufel rumliegen. Ach was. Sieh doch nach, wenn du mir nicht glaubst. Und es kommt noch schlimm. Alte Schaufel? Und was habe ich davon, wenn ich deine alte, gammelige Schaufel finde? Wenn du mir meine Schaufel wiederbringst, dann verrate ich dir, wie du an viel Gold kommen kannst. Ach was, das wird ja immer besser. Hey, ich mag vielleicht ein Hitzkopf sein, aber ich bin kein Lügner, klar? Wir werden sehen. Wenn er weiß, wie man an viel Geld rankommt, warum nimmt der scheiß Ben nicht einfach die Kackmoneten und kauft sich eine neue Scheißschaufel, Alter? Also, sehr der Shit. So, zwei Sklaven. Ja, richtig, Plan ist, wir gehen nach Trelis. Und gehen dann in die Wüste. Wir könnten kurz davor nochmal nach Sillen gehen, weil man da nämlich Ausdauer des Wolfes, heißt das so? Ausdauer des Wolfes? Ja, lernen kann. Ich weiß ja, ob man das in Varant auch lernen kann. Aber falls, sicher, sicher. Also, ich glaube, irgendein Jäger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich schaue da mal nochmal nach. Irgendein Jäger kann da einem das beibringen und dann ist gut. Ja. So, und dann gehen wir in die Wüste, weil das lohnt in der Wüste. Genauso wie Hitzeresistenz, aber da weiß ich noch nicht. Das kann man wahrscheinlich in der Wüste dann lernen. So, Derek. Du bist bestimmt gekommen, um die Pacht einzufordern, oder? Ich kann sie dir nicht zahlen. Diese diebischen Mistkerle haben alles gestohlen. Ach, verdammt. Siehst du, da sind sie schon wieder. Ich hasse die Biester. Was? LOL! Dem hast du's gezeigt. Boah, zwei Hiebe mit dem Schwert, Jungs. Ja, oha. Okay. Oh, der Ben! Nein, ich will den Goblin anvisieren. Ich werde niemand vermissen. Ruf in Trelis 4. Läuft. Diese dreckigen Diebe stehlen mir mein ganzes Hab und Gut. Was ist mit deiner Pacht? Was ist mit deiner Pacht? Meine Pacht, die ich an Trelis zahlen wollte, wurde mir gestohlen. Diese dreckigen kleinen Mistkerle. Ey, Goblins bauen hier richtig scheiße, egal. Woher kommen diese diebischen Goblins? Sie kommen immer wieder aus dem Norden hierher auf meinen Hof und klauen, was das Zeug hält. Irgendwo entlang des Flusses muss ein Nest sein. Ich wünschte, jemand würde da mal ordentlich aufräumen. Dann könnte ich hier endlich in Ruhe meine Arbeit machen. Nice, machen wir. Was zeig mir. Was hat denn der Junge dabei hier? Wie viel Dietrich habe ich? 37. Aber Tränke werden... Oh, teuer, teuer. Lieber Fläschchen und dann selber machen. Okay. Aber wir können die Scheiße mal looten. Ja, zur weiteren Vorgehensweise, was Skillung angeht. Das nächste ist Klinge schärfen. Brauche ich 30 Schmiedekunst? Habe ich. Also, ne, wenn ich das nächste Mal einen Schmied sehe, Abfahrt. Und dann wäre Schwertmeister auch mal angesagt. Ich habe genug Stärke. Ja, kann ich also auch jederzeit lernen. Macht Sinn, bis halt wir in der Wüste sind und mit zwei Waffen, mit zwei Klingen kämpfen können. Ansonsten weiter auf Bogen gehen. Ne? Ja, sowas eventuell. Muss ich mal gucken. Ja, das ist der Plan. Mit den Tränken, ich heb die Pflanzen erstmal noch auf. Ja, gegebenenfalls werde ich da später, also später werde ich auf jeden Fall ein bisschen Alchemie lernen, allein wegen Waffe vergiften und so. Und Feuerpfeile, Giftpfeile und so weiter. Macht das ja Sinn. Und ja. So, ist ja noch... Hier war jetzt eine Truhe. Dereks Truhe. Ich gehe da mal noch nicht ran, weil ich glaube, das war für eine Quest. Wir hatten ja gesagt, ne? Ist ja kein Blind Let's Play. Wie soll ich damit umgehen? Euch gegenüber? Weil es ja auch bestimmt viele gibt, die das Spiel nicht kennen. Und wir haben uns ja geeinigt, dass ich das dann einfach so spiele... Also nicht so mega schauspielerisch. Oh, ich weiß gar nicht, ob jetzt da die Quest ist. Aber vielleicht ja schon. Oh, zufälligerweise ja. Weil ich das einfach nur von früher weiß. Sondern wenn ich etwas weiß, ziehen wir da durch. Fertig, ja. Ich werde da nicht spoilern, sondern einfach sagen, okay, ich weiß, wo lang. Hinter, zack, machen. Und gut ist. So wie jetzt bei den Goblins.
die da klauen. Da weiß ich das noch. Ohne Metalltruhe. Die sind hier irgendwo. Aber wobei, nach Norden und am Fluss. Es ist ja auch nicht leicht zu verfehlen. Ein Erzrohling. Nice. Und Erz. Nice. Okay. Ich nehme mal Bogen raus, damit ich weiß, wann hier was kommt. So, ich glaube hier. Also wie gesagt, wenn das nochmal passiert mit dem Bogen und dem Bug, dass sie nicht weiterrennen und bla bla bla. Ich werde das nicht mehr abusen. Ich werde dann wahrscheinlich einfach so, als würden die auf mich zurennen, zwei Pfeile oder so reinjagen, ja. Und dann halt rangehen. So, ich speichere mal. Also das Schwert hier, ne, selbst geschmiedet, macht gut Schaden. Also ich habe 50.000 Gold, ne. Und hier ein Trelis. Ich glaube, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, dann macht man hier richtig viel Gold. Oh, der Bogen macht jetzt auch inzwischen Schaden. Da! Weg. Ich brauche echt langsam eine bessere Rüstung, aber das geht halt nur. Also nächste Rüstung. Ich gebe jetzt hier nicht viel für eine Söldnerrüstung aus. Das wird dann eher was bei den Assassinen. Das sind einige. Einige. Aber ich habe die erhöhte Position, Jungs. Haben wir ja gelernt. Fuck! Boah, der hat mich fast umgebracht. Ich bin jetzt einfach mal hemmen gegangen und habe mir alle vorgenommen direkt. Boah, das war knapp, weil ich habe ihn zweimal nicht getroffen. Immer dieses mit der erhöhten Position, ne? Eieieiei. Man haut durch die durch, aber trifft die nicht. Aber die haben mich eben auch ein paar Mal nicht getroffen. Ist echt krass, ne? Wenn man... Also würde ich jetzt einen 300% Run machen, würde ich das übel krass ausnutzen. Also so auch, so ein bisschen, aber... Mir ist das jetzt einfach eigentlich eher Latten. So, da könnte noch eine Truhe sein. Eine schwere Truhe. Übrigens, viele fragen immer, wie ich so schnell loote. Ich glaube, das liegt am Community-Patch. Bin mir aber nicht sicher. Ich kann dann mit Rechtsklick einfach alles schnell looten. Weil die Animation ist halt immer ein bisschen nervig, ne? Wisst ihr ja. So, bücken und so. Bei manchen Truhen ist ja cool. So, wenn die abgeschlossen sind. Blitzschlag. Aber bei jeder einzelnen Truhe, dann nervt das irgendwann. Oh, Waffenbündel. Nice. Ah, siehst du? Jetzt habe ich wieder nicht dran gedacht. Ist hier noch mehr? Ich brauche ja generell für den einen Ork in Montera übel viel Waffenbündel. Bin noch gar nicht so überzeugt, ob ich das auch mache bei ihm. Weiß ich nicht. Aber ich denke mal, das ist schon eine relativ fette Quest. Ein Schwein haben die da am Start, Alter. Die sind ja geil. Na gut. Okay, ich kite ein bisschen. Ich habe keinen Bock, jetzt hier wieder so risky Plays zu machen. What? Durch und durch? What? Geh. Geh mit Gott. Zack. Aber geh. So, wo sind die anderen Jungs? Bin wieder abgehauen. Warum ignoriert ihr mich? Warum sind die jetzt orange? Oh, durch die Armbeuge. Jetzt aber. Und weg. Zack. Ruf in Trelis. 8. Boys. 8. Ich sehe gerade nichts. Da hilft ein Leckpfeil. Für ein bisschen Sicht reicht das tatsächlich. So. Aber warum sind hier Schweine, verdammte Kacke, Alter? Alter, hier sind übel viel Truhen. Die haben ja echt alles geplündert von diesem Bauernhof. Rohstall, das ist nice. Warte, ich hole hier nochmal ein bisschen Licht in die Bude. Ich glaube, ich tue mal auf den Hotkey eventuell eine Fackel. Oder? Ich weiß nicht. Oh, hier sind wieder Waffenbündel. Nice. So. Truhe. Große Truhe. Unmögliche Stelle. Oh. Eine große Truhe. Warte, habe ich da nicht einen Zauber für eventuell? Schloss öffnen.
Ich habe nicht genug Mana, wa? 180 Mana, shit. Hä? Tja, da muss ich die liegen lassen. Ist ein bisschen sad. Aber, naja, wie ihr seht's ja, es ist die erste große Truhe, die wir überhaupt hier treffen. Soll ich die töten? Ja. Oh, oh lol. Ey! Hey, 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 hey! Nein, 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 nein. Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Bleib hier! Zack. Bisschen EP und drei Fleisch. Ihr seht's ja, es ist die erste große Truhe, die wir im ganzen Let's Play überhaupt finden. Da lohnt halt der eine Perk nicht, um unmögliche Schlösser knacken zu können. Glaube ich. Und das haben, glaube ich, auch viele von euch gesagt. Ist ein bisschen schade jetzt. Ich bin mir gar nicht mal sicher, hätte ich 180 Mana, ob ich das Schloss hätte öffnen können. Ich glaube sogar nicht. Unmögliche Schlösser sind da nochmal ein bisschen mehr perzig. So, was geht denn hier noch so in der Umgebung? Soll ich mal... In die Richtung ist Silden, ne? Genau. Wollen wir da einfach mal kurz hin? Nee, wir holen uns erstmal, wenn wir einen Teleport schnell haben. Wegen dem Ausdauer der Wölfe, ne? You remember? So, was geht hier so am Fluss? Geilo. Nichts. Gut. Ja, dann haben wir schon den Bauernhof durch, wa? Na gut, die Schaufel da. Also Treles ist halt die Grenzstadt nach Varant, ne? Und die haben auch eine richtig fette Ausgrabungsstelle, nämlich den ersten richtigen Tempel, kann man sagen. Wir haben ja viel über, erfahren über die einerseits göttlichen Artefakte, aber generell die ganzen Ausgrabungsorte des alten Volkes. Ja, die Orks sind ja überall im Buddel. Und, oh, hier lag noch einer. Da ist dann quasi der erste. So. Die Hülle der diebischen Goblins im Norden ist ausgeräuchert. Von dort kommen sicher keine Goblins mehr. Enos sei Dank. Jetzt ist endlich Ruhe hier auf dem Hof. Ich danke dir, Fremder. Möge dir diese kleine Belohnung auf deinen Wegen helfen. Nice. Ja, erstmal umdrehen. Niemals ändern. Ja. Rostige Streitaxt, die kann ich alle verkaufen, ne? Ich brauche ja nur die Holzfäller-Äxte, oder? Für Quests später. Ja. Hier, die bräuchte ich. Wobei. Ja, Streitaxt nicht, wenn dann Holzfäller-Axt. Okay. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Ohrenschwert. Assassinschwert. So, das kann weg. Das kann weg. Haben wir hier noch? Ja, gut. Oh, stimmt ja. Die kann ich ja mal verwenden. Wenn er so weitermacht, wird es nie was. Etwas über die Geschichte der alten Kultur. Hier steht etwas über die alte Magie. Nice. So, können wir pennen? Sind ein bisschen angeschlagen. Wir müssen mal wieder Tränke brauen, wenn wir in Treles sind. Oh, nice. Regen hat aufgehört. Regen ist ja ganz okay, ich glaub, ne? Aber eigentlich hören. Generell so in Rollenspielen, oder? Zack, doch Regen. Am besten erledigst das selbst. So, ich glaube, wir gehen jetzt direkt nach Treles rein, rechts. Geradeaus wäre jetzt die Ausgrabungsstelle. Könnte ich auch... Nee, wir gehen erst in die Stadt und grasen da alles ab, was Quests angeht. Hier grasen wir auch mal alles ab, was Pflanzen angeht. So. Welche Viecher? Eine Eidechse, Alter, die kassiert. Boah, ich wollte eigentlich auf dem Weg bleiben. Ja, ich bleibe auf dem Weg erstmal. Oh, fuck. Boah. Bei dem Viecher muss man übel aufpassen, weil die vergiften! Hey, wie komme ich denn nach Treles? Hier den Weg entlang? Aber dann komme ich doch zur Ausgrabungsstelle, oder? Boah, ich hau die kurz weg. Zack. Speichern. Da war gerade ein Wildschwein, das habe ich genau gesehen. Komm her, Junge. Zack! Oh, fuck. Aber wir müssen auch mal wieder generell ein paar LPs. Ist ja ein 300% Run. In Leben investieren. Oh, was ist da? Ein Goblin? Wuch! Kommst du näher, Junge? Zack! Den kassierst du von mir. Jetzt geht's weiter. Zack. Also das Bastardschwert ist echt ein ganz schöner Damage Peak gerade. Ne? So, hier geht's glaube ich nach Treles. Ja. Also wie gesagt, links wäre der. Boah, Alter, hier ist einiges. Oh, Ripper. Ich glaube, ich renne da erstmal einfach einmal durch. Oder? Ja, ich komme eh nochmal vorbei.
Allein schon, wenn ich zum Tempel gehe. So, und wenn ich mich recht entsinne, haben wir jetzt hier gleich eine kleine Überraschung für die Leute, die seit Gothic 1 dabei sind. So, das Treles. Nice, oder? Ein bisschen Schoki ist es. Ne? So. Ach, falsche Seite jetzt. Warte. Für die Leute, die seit Gothic 1 dabei sind. Warte. Warte, hatte du de. Hä? Ich kenne mich aus. Was haben wir hier für eine Höhle? Darüber. Aber was haben wir hier für eine Höhle? Ich check das alles nachher ab. Jetzt gehen wir erstmal in die Stadt. Aber für die Leute, die seit Gothic 1 dabei sind. Oh, jetzt ist hier eine Truhe. Nichts zu holen. Oh, Teleportstein erhalten bei einer Truhe. Ach ja, genau, nice. Für die Leute, die seit Gothic 1 dabei sind. Hallo, Torus. Du schon wieder. Ich kann nirgendwo hingehen, ohne dass du mir über den Weg läufst, was? So ist es. Ich erinnere mich. Dein Name ist Torus. Dich hätte ich hier am wenigsten erwartet. Wie willst du es haben? Willst du versklavt werden? Oder soll ich dich gleich hier töten? Der Typ war... oder ist eigentlich immer Torwache. Das ist der Hammer. Ich will für die Orks arbeiten. Ich hatte befürchtet, dass du sowas sagen würdest. Dann kläre ich dich mal auf. Ich bin hier draußen die große Nummer. Like also, always. Wenn du auch nur einmal Scheiße baust, dann war das dein letzter Tag. Verstanden? Ich finde ja so geil, dass sie halt echt diese einzelnen Charaktere über die einzelnen Gothic-Teile hinwegnehmen, ja, dass sie immer wieder auftauchen, dann auch die gleichen Synchronsprecher noch haben und immer noch genauso drauf sind vom Charakter wie früher. So. Du bist Befehlshaber der Orks? So ist es. Ich kümmere mich um die äußeren Gebiete von Treles. Die Bauernhöfe im Umland müssen kontrolliert und die Ausgrabungen im östlichen Tempel müssen bewacht werden. Der Job ist schon hart genug. Jetzt, wo du da bist, muss ich wohl ganz besonders aufpassen. So. Kann ich dir helfen? Mir wäre lieber, du verschwindest einfach wieder. Aber da du mir diesen Gefallen sicher nicht tun wirst, kannst du genauso gut für mich arbeiten. Nice. Die Orks lassen sich von dir, einem Menschen, kommandieren? Das beeindruckt dich, was? Die Orks haben die Insel Korinnes eingenommen. Und uns Menschen auf ihren Galeeren ans Festland gebracht. Oha. Wir hatten die Wahl zwischen der Sklaverei oder einem Leben als Kämpfer für die Orks. Ich habe jeden Arena-Kampf in Myrtana gewonnen und mir die Regeln der Orks zu eigen gemacht. Wenn du einmal gelernt hast, wie ein Ork zu denken, kommt der Rest von ganz allein. Nice, aber interessiert mich eigentlich gar nicht. Das interessiert mich. Erzähl mir mehr über die Stadt Treles. Treles ist eine strategisch wichtige Burg der Orks. Wir sind hier nahe der Wüste Varant. Viele Assassinen kommen hier vorbei, wenn sie das Mittelland bereisen. Wir nähern uns, Leute. Nirgends wirst du erfahrenere Krieger und wohlhabendere Assassinen in Mittelland finden als hier. Also genau dein Ding. Richtig. So. Was gibt es auf den Höfen zu tun? Der Bauernhof im Westen hat schon ewig nichts mehr von sich hören lassen. Ich habe einen Spähtrupp losgeschickt, der nachsehen soll, was dort nicht stimmt. Aber auch von ihnen habe ich schon seit Tagen nichts mehr gehört. Sieh mal nach, was da los ist. Okay. Wie laufen die Ausgrabungen am Osttempel? Der Aufseher Tempek fordert ständig neue Männer an. Trotzdem bleiben die Lieferungen aus. Alter, damit ist Tempek. Jetzt Schluss. Der Name sagt Geh zum Tempel was. Und sag Tempek, dass er endlich liefern soll. Entspann dich, alles wird gut. Ach, komm mir nicht mehr mit diesem blöden Spruch, verstanden? Du hättest nicht so ein großes Maul, wenn du den hinterlistigen Gesellen des Waldes begegnen würdest. Ich sag dir, wenn die dich zu fassen kriegen, dann machen sie glatt Kleinholz aus dir. Ah, er meint die Waldläufer, ne? Die Eurythmisten im Wald, richtig? Von welchen hinterlistigen Gesellen sprichst du? In den Höhlen draußen im Wald leben einige Oger. Ah. Bis vor einiger Zeit waren sie recht friedlich. Doch jetzt greifen sie alles an, was sich durch ihren Wald bewegt. An deiner Stelle würde ich nicht da rausgehen. Hm, hinterlistige Oger. Na gut. So. Das ist Treles. Wir sind jetzt da. Nächster Boxenstopp wäre... Ja, genau. Also wir wollen kurz noch das Silder... Wir machen jetzt erstmal alles. Es wird wahrscheinlich wieder eine Woche dauern.
Ähnlich wie bei Montera. Es gibt hier auch noch ein Rebellenlager. Ich weiß gar nicht mehr wo. Bei Geldern weiß ich's. Bei Sildern weiß ich's auch nicht. Sildern. Egal. Sehen wir dann. Wir machen hier alle Quests. Und gucken mal nächste Folge mit den Ogern. Aber ich glaube, wir gehen erstmal rein und nehmen alle Quests an. Nicht wahr, Kinder? Sehen uns dann. Tschüssi.